Ja, meine Freunde, weiter geht's mit Baphomet Fluch 2.5, die Rückkehr der Tempelritter. Jimmy McGlaw müssen wir irgendwie finden. Reden wir mal mit. Kann ich mitreden? Wartet mal. Ach, die Hand ist schon weggetan. So, Mist, ey. Gehen wir mal raus. Ach, ich kann's mal ein bisschen ab, Freunde, damit ich euch nicht damit langweile, wie der so lahm geht, ey. Ah, die Blumenverkäuferin? Die macht immer das Gleiche, aber das. Das, Entschuldigung. Wartet. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Okay. Ich gehe dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Guck mal, die pflückt immer dieselbe Stelle. Ein und nimmt dieselbe Stelle. Guck mal hier, das erhört sich gar nicht schon. Okay, gehen wir mal. Wo gehen wir jetzt eigentlich schon? Flughafen. Genau. Ah, oh, Flughafen zu England, York. Nicht New York, das Amerika, York in England. Okay, gehen wir mal hin. Das ist die Stadtkarte von York. Ich bin hier. Und dort drüben ist die städtische Bücherei. Okay. Ja, das Flugzeug bei meinem Headset ist schon laut, weil die Triebwerke, wenn das Flugzeug startet, ab 100 Meter Entfernung 120 Dezibel, glaube ich. Bibliothek. Geh mal rein. Heute scheint nicht viel los zu sein. Was hämmert hier denn so? Als ich meinen Kopf dem viktorianischen Schreibtisch zuwende, erkenne ich die Quelle dieses unausstehlichen Geräusches. Eine Bibliothekarin traktiert die Tastatur ihres Computers. Ich hasse Computer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht mit diesen Geräten umgehen kann. Aha. Reden wir mal mit der Bibliothek. Was? Bibliothekarin? Aber was mir so auffällt, ich hab. Wenn ich Videos mache, zum Beispiel Let's Info oder Tech-Video, da stottere ich ein bisschen, aber ich irgendwie gar nicht, Freunde. Naja, okay. Reden wir mal mit der. Nicht rauchen. No smoking, jawohl. Darf ich Sie kurz stören? Ja? Ach du Shit. Okay, reden wir mal mit dem Tempelritter. Kennen Sie sich mit den Templern aus? Nur ein wenig. Das war doch diese Popgruppe, die Anfang der 60er für Furore sorgte. Sie wissen schon, die mit den Pilzköpfen. Nein, die Gruppe, die Sie meinen, waren die Beatles. Die Templer sind eine Art Ritterorden, deren Nachkommen in der heutigen Zeit schon einmal versucht haben, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sie glauben mir nicht, stimmt's? Nicht wirklich, Sir. Die Beatles auch nicht schlecht, okay. Heute scheint nicht sonderlich viel los zu sein. Da haben Sie recht. Das liegt aber daran, dass Revolution Software, eine sehr bekannte Computerfirma, heute eine öffentliche Vorstellung ihres neuen Computerspiels gibt. Es heißt Baphomets Fluch. Kennen Sie das? Nein. Und ehrlich gesagt hört sich das auch irgendwie eigenartig an. Ich glaube, das Spiel kommt bestimmt nicht gut an und verschwindet nach ein paar Wochen wieder in der Versenkung. Stopper, ich bitte dich. Hallo, du spielst doch selbst ein paar womit Flucht. Naja, okay. Ein bisschen. Naja, okay, reden wir weiter. Was schreiben Sie denn da ununterbrochen an Ihrem Computer? Das geht Sie nichts an. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Das war doch nur ein Scherz, Sir. Meine Mutter hat mir immer gesagt, sei freundlich und lustig zu den Leuten. Ja, sehr lustig. Hören Sie auf, mich zu veräppeln. Tut mir leid. Ich hab Sie schon wieder reingelegt. Hören Sie auf damit. Okay, ich habe verstanden. Sie haben keinen Humor. Doch, den habe ich. Ich kann sehr wohl witzig sein. Warum klettert eine Blondine eine Glaswand hoch? So ein Kerl hat mir diesen Witz vor dem Eingang erzählt. Finden Sie solche Witze nicht auch diskriminierend? Nun ja, wechseln wir lieber das Thema. Wisst ihr warum? Freunde wollen es gefragt hat, weil die Frau, die Bibliothekarin auch blond ist. Nun gut. Okay, weiter. Ich brauche eine Auskunft über eines Ihrer Mitglieder, Jimmy McLaw. Das geht leider nicht. Wieso nicht? Weil wir nicht einfach Daten unserer Mitglieder wildfremden Leuten geben können. Datenschutz, Sie verstehen? Das verstehe ich schon. Aber ich bin kein Fremder. Sind Sie nicht? Dann sind Sie sicherlich Michael Burns, den Mr. McLaw als seinen besten Freund angegeben hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, Teufel. Nehmen wir mal Engel. Nein, ich bin nicht Michael Burns. Wenigstens haben Sie nicht gelogen.
Ich habe den Namen nämlich frei erfunden. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Es ist ziemlich wichtig. Leider nein. Okay. Na dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Stell dir mal vor, die wäre jetzt so, naja, wie soll ich das erklären? Wird jetzt fresh zu dem und jetzt schon ganz, ganz lange Text geschrieben auf dem PC ausmachen. Was liegt denn hier? Ein Ball? Hä? Ich dachte, ich krieg das von dem Jungen bei Hotel Urbo. Wer weiß, wofür ich den mal gebrauchen kann. Okay. Naja, okay, gucken wir mal ans an. Ein kleiner Gummiball. Was gibt's denn hier Schönes? Was ist das denn? Oh, nicht schlecht. Ah, wir sitzen hier, ein Student, ein Streber. Nein, war ja nur ein Scherz. Hallo. Entschuldigung. Ja? Mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Ah, hi, ich heiße David. Hi, David. Ja. Irgendwie, was mir gerade so auf, ich weiß nicht, ob ihr das seht, sonst könnt ihr bei Vorbereitung gucken, ist ja egal. Bis 480p, ob Rennen mache ich nicht. Weil ich muss schon irgendwann mal gucken, vielleicht doch. Guck mal, der guckt ihn gar nicht stimmt, Stobbart an, der guckt auf das Buch. Naja, okay, reden wir mal mit dem Templerritter. Sagt dir der Begriff Templer irgendetwas? Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich studiere Tierwissenschaft. Und die haben doch sicherlich nichts mit Tieren zu tun, oder? Doch, eigentlich schon. Ein Wiesel und ein Gorilla arbeiten für sie. Ein Wiesel und ein Gorilla, sagen Sie? Wie denn das? Das ist eine sehr lange Geschichte. Okay, ich habe sowieso nicht viel Zeit. Meine Hausaufgabe muss bis nächste Woche Montag fertig sein. Und ich habe noch nicht einmal die Hälfte. Kopf hoch, das wirst du sicher schaffen. Ich habe da so meine Zweifel. Okay. Sag mal, David, ist die Bibliothekarin da vorne immer so komisch drauf? Sie meinen Mrs. Leroy? Nicht immer. Nur heute hat sie einen schlechten Tag. Ihr Computer, den sie behütet wie ihr eigenes Kind, ist zweimal abgestürzt. Das hat sie total aus der Fassung gebracht. Seitdem muss sie unglaublich viel Arbeit nachholen, was vielleicht erklärt, weshalb sie ihre Tastatur fast schon vergewaltigt. Warum ist der Computer abgestürzt? Weil irgendeine Leitung im Keller der Bibliothek verrückt spielt. Dauert mindestens eine Stunde, bis das wieder repariert ist. Und zu allem Übel muss die gute Mrs. Leroy mit ihren 42 Jahren die Arbeit noch selber machen. Habt ihr hier keinen Techniker? Der ist auf einer Präsentation, irgendwas mit einem Computerspiel. Hm, verstehe. Okay, hört ihr das im Hintergrund? Wartet. Na, das ist schon gerade komisch, wie die auf die Tastatur tippt. Naja, okay, reden wir weiter. Hör mal, David, kannst du mir sagen, wo ich den Keller der Bibliothek finde? Was wollen Sie denn im Keller? Ein paar Sachen erledigen. Die Treppe runter, die zweite Tür rechts, dann wieder links und dann den Gang entlang. Vielen Dank. Alleine hätte ich das nicht gefunden. Jetzt weiß ich, wohin die Treppe verläuft. Ja, danke, David. Danke. Okay, was gibt's denn hier? Wartet mal, warte. Nee, lass am nächsten hier. Ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen, das nicht von den Templern handelte. Von Goethe über Rowling bis hin zu Tolkien ist hier alles zu haben. Irgendwie sind in York viele Leseratten unterwegs. Guckt euch mal an, wir sind nicht so viele, aber irgendwie sind alle gleich aus. Naja. Treppe runter. Das gibt's ja nichts. Wartet mal. Ich will alles angucken. Man weiß nie, was man gebrochen kann. Gott bewahre, den packe ich doch nicht ein. Ich bin ja nicht altmodisch, aber ich bevorzuge doch lieber schlichte Jahreskalender. Ohne diese aufdringlichen Bilder, die dir bei jedem Blick darauf die Stimmung verderben. Mir zumindest. Hm, gehen wir mal runter. 1, 2, 3, 4, 6, okay. Oh. Moment. Besen. Da war irgendwas. Ich möchte nicht sauber machen. Warum nicht? Er hat auch schon bessere Tage erlebt. Da war irgendwas, kann man was aufheben. Wo war das mal? Fußballtrikot, okay. York United steht da drauf. Hat er das weggesteckt? Yo. York United steht da drauf. Mhm. Jetzt gibt's ja nichts Großartiges. Okay, Elektrokasten. Wir sterben wieder da. Was ist los? Muss alles hier von verflixt. Er klemmt. Mit bloßen Händen bekomme ich ihn nicht auf. Ja, yeah, Schraubenzieher. Guck mal, was er so. Ach. Kann man immer wieder gebrauchen. Und was heißt das? Wir können es öffnen. Ja, so müsste es klappen. Boah, was für ein Ding?
Da steht etwas. Hinweis. Bei Notfall die drei Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken. Stromversorgung wird daraufhin unterbrochen. Mist, ich kenne die Kombination nicht. Ja, das muss man selber rausfinden. Okay. Ich glaube, ich weiß es. Ja. Mrs. Leroy verlässt ihren Platz. Wisst ihr warum? Bei anderen über 18 schaue ich das auch. Aber ich kann mich nicht alles erinnern, Freunde. Alles, was ich wieder gelernt habe, kann ich wieder vergessen. Okay. Ja, Onü? Kartenkasten. Mal sehen. Hier ist die Kundenkartei. Marworth, Manish, McKinsley. Aha, da ist es. McLaw. 3435 Rangers Field. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Gehen wir mal runter, gucken mal, was die Frau macht. Die ist weg. Oh, nicht schlecht, okay. Egal. Ich kürze mal ein bisschen ab, damit es nicht lang dauert. Wo denn? Ach, da. 3435 Rangers Field. Oh, boah, schönes Haus, Freunde. Guck mal, ein Regenbogen. Ey, cool, Ruine. Das ist viel zu weit. Außerdem muss ich mich erst um McLaw kümmern. Boah, da sind nur ein paar hundert Meter oder 300 Meter bis 500 Meter. Stell dich nicht an. Ich hatte zwar in Geografie eine glatte 6 und meine Lehrerin verzweifelte oft an mir, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist das da hinten der Clifford Tower und er wird gerade von einem Regenbogen angestrahlt. Genau, okay, gehen wir mal Haus, schauen wir mal an. Irgendwie wird mir ganz mulmig. Dieses Anwesen erinnert mich irgendwie an die Villa de Vasconcellos. Okay, gehen wir mal rein. Stobart? Klingel! Da oben ist ein Fenster, das Fenster ist offen, interessant. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Stobart, George Stobart. Ich bin mit Mr. McLaw verabredet. Seltsam, davon hat er mir nichts gesagt. Außerdem hat er gerade Besuch. Es ist aber sehr wichtig. Okay, kommen Sie herein. Ich führe Sie zu ihm. Vielen Dank. Und der da drin ist, den kennt ihr auch, Freunde, eine Stimme. Das Zimmer von Mr. McLaugh ist am Ende des Ganges. Er wohnt in Indien? Ich danke Ihnen vielmals. Tür und die bleibt da wie angewurzelt stehen, okay. Hört mal genau hin, wer das ist. Ihr werdet staunen. Ohne das Siegel haben wir keine Chance. Das würde zu einem Problem werden. Und du meinst, dass dieser Amerikaner etwas weiß? Natürlich. Der steckt seine Nase überall hinein. Wenn du recht hast, bekommst du die nötigen Informationen über den Orden. Wie wollen wir ihn schnappen, Jimmy? Ich habe zwei meiner besten Männer auf ihn angesetzt, die jeden Augenblick hier eintreffen müssen. Ich kann ihn zwar bis auf den Tod nicht ausstehen, doch wir haben ausgemacht, dass ihr ihm nichts tut. Ihr wollt nur wissen, was er weiß. Sicher. Das haben wir so vereinbart. Ich muss mal auf die Toilette. Wo ist die? Am Ende des Ganges. Oh oh, André. George! André, du hinterhältiger Verräter! Es ist nicht so, wie du denkst. Sie wollen nur mal mit dir reden. Ja, und wie? Ach so, okay. Kann ich hier gar nichts machen. Okay, geh mal raus. Ja, gucken wir so. Ist das ein Idiot, ist das? Oh nein, Guido und Flap. Oh nein. Mr. Stobart, wir werden nachher mit Ihnen reden. Währenddessen können Sie sich mit Ihrem Zimmergenossen bekannt machen. Wenn Sie sich nicht schon kennen. Ich weiß, wer das ist. Es ist Khan vom ersten Teil. Wer sind Sie? Sie scheinen überrascht, Mr. Stobart. Wie haben Sie... Sie sind nicht der Einzige, der tricksen kann. Aber ich habe sie doch tot im Abteil liegen sehen. Unmittelbar bevor ich den Zug nach Bannockburn betreten habe, zog ich mir eine kugelsichere Weste an. Schließlich ahnte ich, im Gegensatz zu Ihnen, was auf uns zukommen und welchen Personen wir dabei begegnen würden. Eine Blutpatrone zur Vortäuschung meines eigenen Todes tat dann ihr Übriges. Und wie sind Sie dann entkommen? Das ist eine lange Geschichte. Währenddessen, aber woher wusste Guido und Flop, oder Flap? Woher wissen die, dass George da ist? Ich bin George, nach England gefolgt. Seit seiner Ankunft hier in York habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das sieht George gar nicht ähnlich. Ich mache mir ernsthaft Sorgen.
Aber sprich das normal, nicht so komisch freudig oder so. Ich spreche das ganz normal jetzt. Ja, und nü? In meiner Tasche befindet sich nichts außer dem üblichen Frauenkram und einer Telefonnummer. Punkt, Punkt, Punkt. Dann mach ich ein Schluss, Freunde. Entschuldigung. Wir sind ja jetzt in York Flughafen. Ja, da gibt es zwei alte Bekanntschaften. Ich will euch schon verraten, wer. Okay, Freunde, seid gespannt und die Uhr, die läuft irgendwie gar nicht. Achten wir beim nächsten Teil drauf. Okay, Freunde, seid gespannt, wer hier uns erwartet. Und wie wir hier rauskommen und was haben wir angeschaut? Nix. Okay, Freunde, seid gespannt. Euer Let's Play Andy, adios und ciao.